Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Remothered Tormented Fathers. Wir sind nach wie vor im Keller. Wir haben jetzt uns eben den Pendeluhr-Schlüssel geholt für eine Pendeluhr im Erdgeschoss und das werden wir jetzt mal gucken, dass wir das Ding einsetzen an besagter Pendeluhr, wenn ich jene finde. Aber ich gehe davon aus, darunter gehen bringt wohl nichts. Es ist im Haus zumindest mal wieder Licht an, das finde ich äußerst positiv. Das war ja im Dunkeln echt, also. Ich könnte mir nicht vorstellen, mich vorher hier gut hätte verstecken zu können im letzten Video. Vorher war für mich vor ein paar Minuten, für euch war es im letzten Video. Aber das habe ich ja nicht gesehen, dass der Schrank hier war. Ich kenne die Räume, wie gesagt, nicht auswendig. Du seist zu. Ich habe die doch schon mal aufgemacht. Drücke X um. Was ist denn die X-Taste? Üblicherweise. So. Ah, die da. Die X-Taste ist ja auf dem PlayStation 4-Controller, beziehungsweise generell auf dem PlayStation-Controller, etwas anders verortet als auf dem Xbox-Controller. Deswegen muss ich insbesondere bei jener immer erstmal gucken. Hin und wieder drücke ich dann gerne mal A, wenn es heißt, drücke X. Das ist scheiße. Manchmal ist das scheiße. Okay, jedenfalls, da ich Mr. Felton hier gerade eben habe nach links laufen sehen, hier oben, warte ich jetzt erstmal wieder kurz. Bis er zurückkommt. Der muss zurückkommen, weil da vorne kann er eigentlich nur hin. Wo ist denn der Felton jetzt? Der ist nach links rüber. Das heißt, der muss ja. Der kann ja sonst nirgends großartig jetzt sein. Ah, der kann natürlich wieder die Treppe hier hochgegangen sein. Gut, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja kack, da geht es auch noch hoch. Okay, also Turmuhr. Heißt doch Turmuhr. Schlüssel. Ziffernplatz der Uhr im Erdgeschoss. Pendeluhr. Oh, der Felton ist schon wieder in der Nähe. Ich muss hier weg. Pendeluhr. Könnte die vielleicht auch im Esszimmer sich befinden? Müsste ich herausfinden. Haben wir dieses Bild schon mal begutachtet davor? Kannst du das jetzt tun? Neuen Sammelgegenstand eingesammelt. Dann haben wir das vielleicht noch nicht gesehen. Okay, da ist offensichtlich ein Mädel mit auf dem Bild, dessen Gesicht zerkratzt wurde. Die gesamte Familie der Feltons ist hier in einer fröhlichen Umgebung porträtiert. Diese Tage scheinen vorbei zu sein. Celestes Gesicht ist kaum erkennbar. Es sieht so aus, als wäre die Leinwand absichtlich durch Kratzspuren zerstört worden. Aber warum? Weiß nicht, ob ich das schon mal angeschaut habe, ehrlich gesagt, kann ich mich jetzt gerade gar nicht daran erinnern. Aber jetzt haben wir es halt nochmal gelesen. Das war jetzt nicht so viel. Pendeluhr. Also ich sehe hier jetzt mal keine, wenn ich mich hier so umgucke. Deswegen. Ist zu. Naja, gut. Versuchen wir es irgendwo anders. Habe ich eigentlich noch genug Verteidigungsgegenstände? Ich habe das Püppchen nicht mehr, das Platzierbare. Habe ich denn das wegfallen lassen? Naja, ist nicht so wild. Wird sich sicherlich noch eine finden. Oh Gott, wo läuft der schon wieder rum? Das ist ein Spiegel. Ich verstecke mich aber hier. Der klingt mir zu nah. Er könnte aber auch ein Stockwerk direkt oben drüber sein. Das Holz ist sowas von durchklängig.
falls das ein richtiges Wort ist. Also man hört auf jeden Fall ziemlich viel durchs Holz hier. Es könnte sein, dass er oben drüber in dem Stockwerk ist, ja. Ich kann mich auch nicht nur verstecken. Kann ich nicht. Darf ich nicht. Erstmal Energie. Energie. Okay. Komm, speichern tun wir auch gleich. Das geht ja echt rucki zucki hier, das Speichern schon erledigt, seht ihr das? Kein irgendwie Ladebildschirm, oder wo man sich erst aussuchen muss, welchen Slot man bespeichern möchte. Wobei das stellenweise durchaus von Vorteil wäre, wenn man das könnte. Könnte man gelegentlich auch mal anstellen, wo man sich nicht sicher ist, ob man alles richtig gemacht hat. Mal woanders hin speichern, dass man gegebenenfalls sich nochmal berichtigen kann. Ich habe letztes Seil benutzt. Aha. Ah! Okay, alles klar. Dr. Felton! Behandeln Sie alle Ihre Gäste so? Behandeln Sie etwa alle Ihre... Die Tür ist zu. Da liegt was vor dem Kamin. Bestimmt was Wichtiges. Ich weiß nicht, ob ich in der richtigen Richtung unterwegs bin. Wahrscheinlich aber nicht. Oh, das ist die Küche. Die wunderbare Küche. Auch schon 12, 13, 14, 15, 16 Mal. Ist alles nicht so schön. Oh. Was? Eieieiei. Ja. Ich versuch's mal hier. Komm schon. Das Beste, was jetzt eigentlich passieren kann, ist, dass er hier hochkommt. Ja, dann nach oben geht, dann habe ich nämlich die untere Etage erstmal nur für mich. Lass mal wieder den Kreis hier ausnutzen. Oh Gott. Gott sei Dank ist das nicht allzu lange. Jetzt geht er wieder runter. Okay, sind wir jetzt bei knapp 9 Minuten? Ja. Ich glaube, ich gehe doch mal wieder raus. Scheint jetzt nicht so direkt zurückzukommen. Was mich unheimlich verängstigt. Also nicht unheimlich, aber so ein bisschen. Hä, jetzt ist er da auf jeden Fall in die Tür gegangen. Oh. Eigentlich nur wegrennen, ja genau. Ich hasse es so. Er findet einen, man hängt ihn ab. Versteck dich doch jetzt da unten, Frau. Ja, jetzt müssen wir ihn natürlich erstmal wieder abwarten, ob er einen jetzt hier findet oder nicht. Okay. Meine Intuition sagt mir, dass er da reingegangen ist. Das heißt, ich kann jetzt wieder hier hin.
noch eine Pendeluhr. Aber Doktore ist da. I knew it. Ich könnte eigentlich mich auch sterben lassen jetzt. Aber ich habe so einen unheimlich großen Überlebenswillen. Der seinesgleichen sucht. Oh! Okay. Bin ich heute mal wieder tot. Mei, das passiert heute. Gell? Okay. Aber wir haben die Pendeluhr gefunden. Die ist ja ganz in der Nähe, wie wir festgestellt haben. Und wenn wir jetzt Glück haben, ist Opi nicht mehr ganz in der Nähe. Er ist ganz in der Nähe. Ich höre ihn doch. Wo ist der hier? Ich muss das jetzt hier mit dem Schlüssel probieren. Es klemmt. Wo ist ein Ziffernblatt? Bla. Ziffernblatt. So. Nee, der fehlt nicht. Aha. Okay. Also, es ist vorsichtig geboten bei der Pendeluhr. Wer hätte das gedacht? Da war ich jetzt ein bisschen langsam. Sonst wäre ich diesen Stahlstreben vielleicht ausgewichen. Okay, aber wir machen es einfach nochmal. Gut, dass ich da vorher gespeichert habe. Um Gottes Willen. Was müsste ich da jetzt Weg zurücklegen wieder? Und vor allem mich verstecken und Zeit verschwenden ohne Ende, bis ich wieder soweit wäre. Pendeluhrschlüssel? So. So, was haben wir denn jetzt hier? Batterie. Batterie aus der Pendeluhr im Erdgeschoss. Ich könnte sie mit einem kompatiblen Gerät verwenden. Ja, zum Beispiel ins iPhone. Nein, da passt das Ding natürlich nicht rein. Mit einem kompatiblen Gerät. Wie sieht denn die Batterie aus? Das ist eine ziemlich große Batterie. Keller? Ich könnte es mal ausprobieren. Mir würde zumindest mal aktuell gar nichts anderes einfallen. Oh, ich muss weg, glaube ich. Muss ich mal ein bisschen verstecken gehen. Er ist hier. Schnell verstecken. So. Also die Tür klang zumindest so, als wäre sie hier. So, kompatibles Gerät. So eine riesen Batterie. Also, ich könnte theoretisch probieren, das im Keller nochmal zu verwenden. Da sind ja zahlreiche nicht funktionsfähige Panels gewesen. Vielleicht funktioniert das da irgendwie. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo ich diese Batterie einsetzen könnte. Naja. Was ich allerdings jetzt machen will, ist nochmals speichern, damit ich diese Pendeluhr-Geschichte nicht nochmal machen muss. Die ist jetzt zwar nicht schwer, aber man hat es dann zumindest erledigt. Und wenn ich jetzt sterbe, dann kann ich hier direkt weitergehen. Frage ist jetzt halt wirklich, was für ein kompatibles Gerät soll das sein? Keinen blassen Schimmer. Oh, guck mal, Püppchen.
Nehmen wir doch mit. Da noch ein Püppchen, oder? So, ich zwei Seile und eine Puppe. Ich bilde mir ein, dass man die auf so einen Sessel setzen kann, bestimmt. So, jetzt erstmal wieder ein bisschen langsam tun hier. Der Felden könnte jeden Moment auftauchen. Ja, da vorne zum Beispiel. Aber ich gehe ja hier runter. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass es irgendwie da im Keller mit so einem nicht funktionsfähigen Panel zu verbinden ist. Ansonsten weiß ich da jetzt gerade auch nicht so wirklich wohin. Da wäre sicherlich die einzige Möglichkeit, dann nochmal jedes Stockwerk von oben bis unten zu checken. Und das dauert natürlich auch wieder, ne? Das wird dann wieder ein, zwei Videos in Anspruch nehmen, glaube ich. Aber es sieht doch so aus, als könnte da so eine Batterie reinpassen. Braucht Strom. Das Kontrollpanel der Leiter braucht Strom. Benutzen. Dann ist sie da nicht, oder? Ich probiere es nochmal. Also, es sieht doch. Dann ist sie da eindeutig mal nicht zu verwenden, okay? So sehe ich es zumindest. Tja. Wirklich nicht. Ich probiere es. Entschuldigung, ich muss es nochmal probieren. Das glaube ich ja jetzt nicht. Es sieht auch aus, als wäre es eine kleinere Batterie. Was soll ich denn jetzt tun, bitte? Ah, kann ich Seil verwenden? Ja, ich mache schon noch 2, 3 Minuten oder so, glaube ich. Gegebenenfalls muss ich ja wieder ein Stückchen rausschneiden. Halten, um zu nehmen, Seil. Auch nicht. Wodurch diese riesige fette Batterie jetzt hin? Und vor allem, wie lange renne ich noch vor Felden davon? Was ist denn das? Oh. Nein, 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 nein. Ich will die Puppe behalten. Ich will die irgendwo platzieren. Sehe ich hier vielleicht mit der Taschenlampe ein bisschen mehr? Sehe ich hier vielleicht irgendwo eine Vorrichtung, in der ich die Batterie verschwinden lassen könnte bei Bedarf. Nee. Ja, da bin ich jetzt ziemlich planlos hier. Planlos im Weltall, was die Platzierung dieser fetten Batterie angeht. Aber das finden wir vielleicht im nächsten Video raus, indem wir uns wieder schleichend und hin und wieder mal sterbend durch dieses Haus hier bewegen werden. In den immer gleichen Räumen, in der immer gleichen Farbe, mit den immer gleichen Kommentaren von mir. Aber naja. Ja. Nee, mach mal an der Stelle Schluss. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich bedanke mich recht herzlich dafür. Freue mich, wenn ihr mir ein Abo da lasst, sofern ihr es noch nicht getan habt. Freue mich über ein Däumchen nach oben und am meisten freue ich mich über Kommentare. Herzlichen Dank fürs Zuschauen nochmal und bis zum nächsten Video.